Matthäus, als Jugendnationalspieler, da ist man wahrscheinlich ziemlich verwöhnt. Nee, wieso soll man verwöhnt sein, dass man halt so, wie man immer ist? Man geht auf die Arbeit den ganzen Tag und geht Sie gehen auf die Arbeit? Ja, ich habe noch eine Lehre als Raumausstatter und die möchte ich noch beenden, bevor dass ich nach Mönchengladbach raufgehe. Heißt das, dass Sie jetzt in den letzten Tagen hier nicht auf der Terrasse gelegen sind und sich gesonnt haben bei dem schönen Wetter? Ja, auf keinen Fall. Ich bin heimgefahren von Salzburg und dann habe ich gleich am nächsten Tag wieder das Arbeiten angefangen. Wer putzt eigentlich Ihre Fußballschuhe, Lothar Matthäus? Ja, die putze ich selber oder meine Mutter, wenn ich keine Zeit habe dazu. Ich habe nämlich gelesen, die Nationalspieler in der Jugendmannschaft wären sich zu fein, ihre eigenen Schuhe zu putzen. Nee, das sind sie auf keinen Fall. Das ist bei Bundesligaspielen ist das ja so, dass da die Schuhe geputzt werden. Das habe ich bei meinem Probetraining in Gladbach mitbekommen. Aber bei uns im Amateurverein ist das ganz sicher nicht so. Sie kommen ja nach Mönchengladbach. Freuen Sie sich auf diese Aufgabe? Naja, irgendwie Heimweh könnte noch kommen, aber ich bin froh, dass ich einen Vertrag habe und das Geld zählt ja zum Schluss. Das Geld zählt also doch auch, aber wahrscheinlich spielen Sie nicht nur wegen des Geldes. Nee, auf keinen Fall. Ich spiele Fußball, weil es mir Spaß macht und ich habe schon immer von klein auf geträumt, dass ich mal Fußballprofi werde. Und trotzdem nebenbei zur Sicherheit eine gesicherte und sichere berufliche Existenz haben. Sie sind Raumausstatter und Sie werden dann praktisch Strafraumausstatter mit entsprechenden Vorlagen aus dem Mittelfeld. Das hoffen Sie jedenfalls. Ich hoffe, dass es gleich klappt, aber ich schätze, dass ein halbes Jahr Anlaufzeit braucht, bis ich da irgendwie Fuß gefasst habe da drüben.